So, hallo, ich melde mich mit einem, ja, kleinen Hack. Mal wieder. Für euch wahrscheinlich das letzte Video gar nicht so lange her, für mich die Aufnahme schon so ein bisschen. Und ich bin mittlerweile in einer neuen Wohnung angekommen. Ja, mit Umzug und allem, weil ich ja auch an eine neue Schule komme, habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video bestimmt erzählt. Und das ist immer irgendwie ungewohnt, in einer neuen Wohnung das erste Mal aufzunehmen, weil man nicht so genau weiß, wie laut kann man reden. Normalerweise sollte man normal reden können, aber es ist irgendwie komisch. Ne? Es fühlt sich immer so ein bisschen anders an. Genau, deswegen wollte ich jetzt auch erstmal einen kleinen Hack nehmen, der hoffentlich mit einem Part durch ist. Und genau, wir gucken mal, was wir da so ein bisschen sehen. Der Hack heißt Deep in the Island, ist von. Habe ich nicht nachgeguckt. Ich glaube, der hat auch nur einen Hack gemacht. Dashlet, ja, keine Ahnung. Name sagt mir jetzt nichts. Aber er sah ganz nett aus für so einen Hack, bei dem man mal ein bisschen quatschen kann. Ich muss sagen, jetzt während ich aufnehme, es hallt hier enorm in diesem Raum. Das ist auch, das macht das Ungewohnte gleich noch ungewohnter. Also ich hoffe, ich bin laut genug und ihr versteht mich. Aber ich will es nicht gleich übertrieben laut, ne? Wisst ihr schon. Es ist irgendwie komisch. Es ist einfach irgendwie komisch. Ansonsten ist es, glaube ich, bisher die größte Wohnung, die ich jetzt jemals hatte. Also ich habe unfassbar viel Stauraum für alles Mögliche. Und ja, also daran scheitert es nicht. Ist das ein Level, was. Oh, Yoshi-Coins gibt's. Dann sammeln wir die doch. Wir haben bestimmt schon auf dem Weg hier oben welche verpasst. Ich würde gerade fragen, ob das so ein Level ist. Aber nee, es geht ganz normal nach oben. Nichts mit dem neuen Patch gemacht worden. Was heißt neu? Da haben wir ja schon mit Stevie drüber gesprochen. Ah ja, da ist auch eine. Okay. Dann versuchen wir sie doch zu sammeln. Da geht's nicht höher. Gut. Hier geht's noch rüber. Muss sagen, bisher gefällt mir das Level-Design. Ist halt, ne, Standard. Schön. Spielbar. Ist ja auch als normal von der Schwierigkeit her betitelt worden. Also ich versuche auch ohne States zu spielen, dass es zumindest ein bisschen Herausforderung ist. Oh, das war ein interessanter Sprung. Midway Point. Komm her. So. Okay. Ja, und Internet läuft jetzt mittlerweile auch. Das gab erst so ein bisschen Probleme, dass nämlich in der gesamten Wohnung vermeintlich keine Telefondose war. Und Glasfaser gibt es hier noch nicht. Also musste es DSL sein, das schon mal sowieso. Und dann braucht man ja eine Telefondose, um das anzuschließen. Ne? Oh, Fee. Machst du damit dein Level kaputt? Oh, er hat Fliegen disabled. Das ist smart. Okay. Okay, das ist. Und es gibt scheinbar auch keine Zeit, was ich gut finde. Wir haben genug Zeit, das Level zu erkunden. Okay, jetzt sind wir auch da lang. Ich mag das, dass man unten und oben lang kann. Ne? Das macht so ein bisschen erkundungstechnisch schon viel her. Nee, ist ein schönes Level. Und bisher ist es ein Level, was so im VLDC hätte teilnehmen können, korrekt? Es ist ja nur Custom Musik und das ist ja erlaubt. Würde mich interessieren, wie das abgeschnitten hätte. Weiß doch schon, mag's schon, ja. Also bisher, glaube ich, erfüllt es alle Bedingungen. Mist. Okay, sorry. Den spule ich mal zurück. Ich will wirklich ohne Stage spielen, aber den habe ich jetzt mal zurückgespult. Der kam aus dem Nichts. Der kam einfach aus dem Nichts. Hat den irgendjemand gesehen? Also hat den irgendjemand kommen sehen?
Oh, wir haben die 5 Yoshi-Coin. Oh ja, wir sind am Ziel. Gut, gut. Okay, keine Sterne. Gut. Ja, ich war beim Internet erzählen. Und es gab erstmal keine Telefondose in der Wohnung. Und dann ist dem Vermieter aber eingefallen, dass es hier so vor gefühlt 30 Jahren gab es mal einen Telefonanschluss. Und an der Stelle, wo der war, da war die Wand noch so ein bisschen anders verputzt. Das hat er dann so ein bisschen aufgeschlagen und da war dahinter tatsächlich das ganze Kabelzeug, was man gebraucht hat. Und dann konnte der Techniker da alles verbinden. Genau, und jetzt habe ich hier eine 100er Leitung. Also sollte... Oh, ich brauche hier keinen Pilz, sondern kann holen. Mir gefällt übrigens die Grafik. Ich meine, jetzt sind wir nicht mehr in VLDC, ne? Jetzt ist es nicht mehr VLDC. Ach Mann, was mache ich denn? Nicht mehr VLDC. Das ist eine Bombe. Okay, den nehme ich. Den akzeptiere ich. Das war eine Bombe. Jetzt sind wir nicht mehr in VLDC unterwegs. Aber muss ja auch nicht immer sein. Aber ist der vorhin da auch... Also war der alle hoch? Einfach eine normale Bombe oder was bist du? Das war ja crazy. Okay, aber das heißt, ich brauche für die Yoshi Coin brauche ich den Pilz. Wo war denn der Pilz? Bin ich doof? War der da oben drin? Der war da oben drin, ne? Der war hier drin. Ja, okay. Okay, ich glaube, er hat es bewusst ein bisschen herausfordernder gemacht, wenn man die Sachen sammeln will. Was ich gut finde. Okay, also müssen wir ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber das ist ja gut. Das ist eine Tür. Ey, das sieht echt schön aus. Das sind bestimmt irgendwelche Grafiken aus irgendeinem RPG oder sowas. Musik ist auch schön. Okay, das war knapp. Das war jetzt auch für eine Yoshi-Coin einfach nur. Schön, schön. Oh, leichte Lex hier. Da unten war eine Yoshi-Coin. Ah, das gibt doch wieder einen unteren Weg. Nee, ich glaube, das ist eher ein Rückweg. Oder doch, es gab einen unteren Weg. Okay. Nummer 3 ist das. Boah. Oh, also okay, die. Das hätte natürlich. Ich meine. Das war allerdings, glaube ich, beim ersten Level noch nicht, dass es solche Lags gab. Ich wollte nämlich gerade sagen, das hätte natürlich Punktabzug gegeben. Vermute ich jetzt mal. Aber da war ja noch nichts in der Richtung. Weiß gar nicht, woran das jetzt hier lag. Okay. Ach, das ist safe aus irgendeinem RPG. Wow, okay, die explodieren immer mit einem Spin-Jump. Da ist bestimmt wieder ein Yoshi-Coin-Raum. Habe ich jetzt zu Ende erzählt? Dann haben wir also das Internet verkabelt. Also, wie ist gut? Der Techniker... Na, scheiße. Der Techniker halt. Und... Ja. Deswegen geht jetzt auch alles. Da war ich erst ein bisschen in Sorge, dass das hier problematisch werden könnte. Aber soweit alles gut. Das ist jetzt wieder der untere Weg, ne? Ja. Ich mag den Aufbau der Level. Das ist wirklich schön gemacht. Und das ist die 5. Sehr gut. Jetzt können wir... Oh, wir brauchen einen P-Switch. Ja, wo bist du denn? Oha. Vielleicht da unten. Wäre denkbar. Schade.
Auch nicht. Auch nicht. Aber hier war... Nee, waren wir hier? Nee. Brauche ich eine Shell vielleicht? Also könnte hier in den... Ja, klar, in den Blöcken könnten Pieces sein. Muss ich die alle durchsuchen? Bruder. Hat es tatsächlich dahin gemacht. Okay. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Okay. Ziel. Oh, Bruder. Okay, Ziel. Schön. Schön, schön, schön. Ja, was gibt's sonst zu erzählen? Zur Wohnung? Eigentlich nicht viel. Es ist eine große Wohnung, wie gesagt. Und ja, also erzählen wir lieber, wie ich mir hier die Yoshi-Konsole. Muss mich nämlich tatsächlich ein bisschen konzentrieren. Gut konzentriert. Aber ja, kriegen wir hin. Switch habe ich auch soweit angeschlossen. Das hoffe ich, klappt auch alles ganz gut. Es ist ja immer... Oh. Es ist immer so ein bisschen spannend. Na, wenn man umzieht, sind alles Sachen, die man vorher genutzt hat, so klappt das alles noch so in der Richtung. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Weil ich würde ja schon gerne... Ich würde ja schon ganz gerne dann langsam mal Ori spielen. Ori, also nicht Ori 1, Ori 1 habe ich schon gespielt. Wer das noch nicht gesehen hat, kann es auf meinem Kanal suchen. Aber ich meine Ori and the Will of the... Alter. Was mache ich an dieser Stelle? Ein Hammer, Bruder, und direkt überfordert. Ori and the Will of the Wisps. Ne? Das meine ich. Und war hier eigentlich ein Pilz drin? Nein, scheiße. Und, genau. So, jetzt aber. Wir haben es geschafft, wir kommen einen Schritt weiter. Ist hier was drin? Nein, schlecht. Aber jetzt haben wir einen Baum. Einen Baum, was? Einen Pilz. Okay, genau. Würde ich gerne spielen. Mal gucken, wie wir dazu kommen. Na, jetzt sind halt Ferien so gut wie vorbei. Und deswegen kann ich nichts versprechen. Es kommen halt. Also wir rutschen jetzt wieder in die Phase, in der Parts einfach kommen, wenn sie kommen. So, ne? Ich kann garantiert jetzt nicht wieder mehrere Sachen gleichzeitig... Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich kann jetzt garantiert nicht wieder mehrere Sachen gleichzeitig machen und keine Ahnung. Ab und zu will ich schon auch noch, auch wenn euch das nicht so gefallen wird, die Missionen in Fortnite zu Ende bringen. Na, wenn da mal was ist. Allerdings auch nur noch Missionen. Da hab ich mich ein bisschen verfranst das letzte Mal. Nur noch Missionen, die auch wirklich am Ende was bringen. Außer XP. Wobei, wir haben ja festgestellt, dass XP aktuell auch sogar was bringen. Weil man diese Zusatzseite jetzt noch hat. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls... Na, vor allem geht es mir um so... Die Wochenmissionen, die würde ich gerne machen. Und halt, wenn Spezial mit... Okay, was ist jetzt passiert? Keys are used to open locked doors. You can only have one key at a time. You can still use a key even when you die. Oh, okay. Also den... Den habe ich jetzt einfach dabei. Ja, und deswegen kann ich den jetzt nicht mehr nehmen, weil ich habe schon einen eingesammelt. Okay, I see. Bruder, was tue ich? Oh, cool. Hä, wo startet man jetzt, wenn man Game Over geht? Ach, du Schande. Ach so.
Okay. Weil es gibt ja keine Overworld, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Na, es geht von Level zu Level. Was eigentlich auch cool ist. Hat jetzt schon Bedenken. Aber dass man das Level von vorne startet, das kann ich. Das kann man akzeptieren. Wenn man sich so blöd anstellt. So. Ach Gott. Aber wir schaffen das. Ich will das möglichst ohne Stage spielen. Außer ich mache halt so Fehler wie gerade eben, die ich dann zurückstate. Na, so, aber. Zurückspule. Aber ansonsten will ich das eigentlich schon. Pff, Bruder. Sowas zum Beispiel, das möchte ich dann doch ein bisschen rewinden. Weil das schon sehr blöde Tode sind. Zugegebenermaßen. Da fällt mir gerade was auf. Ich war hier unten. Alles gut, ich war hier unten. Ja, ja. Wir waren hier unten. Nein. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. So. Okay. Jetzt wieder Schlüssel holen. Und jetzt vielleicht mal diese Sprünge hier schaffen. Oh Bruder, was bist du denn? Kann ich dich kaputt machen? Nein. Ach du Grüne. Okay, der ist weg. Puh. Jetzt legen wir aber los hier mit Custom-Gegnern. Oh, hier mache ich den Schlüssel. Okay, hier mache ich also das. Das war für eine Yoshi-Coin, dieser Schlüssel. Ich war, oh mein Gott. Alles klar. Gut, dass ich nicht mehr groß bin. Ich sehe schon, gleich kommt nochmal so ein Viech angehopft. Hupft. Ja, der hüpft da drüber. Hüpft er bis hier hoch? Nein, ne? Oh Gott. Yo. Yo, mach dich weg. Oh mein Gott, da ist wieder einer. Na, oh mein Gott. Hilfe. Okay, werden die Yoshi-Coins gespeichert? Nein, werden sie nicht. Okay, scheiße. Ah gut, wir brauchen noch zwei, aber die. Das ist doof. Ja, das ist jetzt doof. Dann hast du aber keine Möglichkeit. Okay. Dann müsstest du, wenn du alle fünf haben willst, müsstest du jetzt Game Over gehen. Das ist nicht so schön. Wären die überhaupt kaputtbar? Ja, werden sie. Okay, wollte ich nur mal testen. Ja gut, also eine Yoshi-Coin fehlt noch. Ah ja, Hilfe! Kann ich die euch kaputt rutschen wenigstens? Nein. Ich wollte es nur probieren. Oh mein Gott! Okay, also hier hat er vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber gut, wir hätten jetzt übrigens die fünfte Yoshi-Coin gerade genommen. Da oben ist nochmal ein Schlüssel. Den brauche ich wahrscheinlich dann. Okay. Ah, für ein Leben, okay. Ja, wir haben festgestellt, Leben sind durchaus notwendig. What a long day you had. Ja, das ist wohl wahr. Okay. Okay, das war interessant. Ja, leider nicht die Yoshi-Coins bekommen, aber kann man nichts machen. Wenn dies nicht gespeichert wird, ist das halt so. Okay, hier gibt's keinen Schlüssel. Nee, komme ich auch nicht ran. Nee, geht auch nicht kaputt. Okay, ich habe alles versucht. Okay, nicht ganz alles. Okay, jetzt habe ich alles versucht. Okay, irgendwas sagt mir, dass diese Dinger mit einem Schalter weggemacht werden später. Ja, ja, die werden mit einem Schalter weggemacht. Safe.
Okay, erstmal mit dem P-Switch da runter in die Gruft. Das ist so ein Level. Okay, auch interessant. Dann ist jetzt nämlich, genau, jetzt fällt hier. Jetzt ist alles kaputt. Yo. Ich mag den Stil von dem Hacker. So, das ist ganz nett, was er hier alles baut. Okay, dafür brauchen wir den grauen. Aber jetzt kommen wir erstmal hier durch. Mist. Was bist du? Okay. Wahrscheinlich ein Koopa, ne? Da ist jedenfalls eine Yoshi-Coin. Bist du ein Koopa? Ja. Sheesh. Da ist der Graue. Okay, da komme ich wieder nicht ran. Gott, was bist du denn? Du gehst nicht kaputt. Das ist nicht gut. Wir gehen erstmal weiter, oh mein Gott. Schlecht, 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 okay. Wir gehen erstmal weiter. Gesehen haben wir ja. Was wir wollten. Ich will nur gucken, wo es aufhört. Ja, genau. Hier hört es nämlich auf, okay. Jo, die sind gefährlich. Das ist eine Kombination aus Hammerbruder und Knochenviech. Nein! Kann ich hier rein? Ja. Jetzt komme ich in den P-Switch ran, oder wie? Oh Gott, okay. Weg mit dir. Jetzt kommt hier den P-Switch ran. Okay. Jetzt wechseln wir zurück. Und gehen mit dem P-Switch zu den Munchies. Alles nur für die Yoshi-Coin. Ich wollte gerade sagen, komme ich ja sogar noch an Leben ran. Okay. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Jetzt geht es wahrscheinlich nach rechts weiter. Wir können ihn ja nochmal mitnehmen, den grauen P-Switch. Das hilft mit... Bruder. Ja, jetzt bin ich am... Oh. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist auch ein Tor. Okay, aber die Yoshi-Coin da oben ist die Yoshi-Coin aus der anderen Welt, die wir... ja schon genommen haben, ne? Also da komme ich wirklich nicht. Also die komme ich jetzt wirklich nicht ran. Die wird nur angezeigt, dass die da ist. Okay, nein, nein, ich setze den ein. Der geht nicht kaputt! Der ist einfach P-Switch immun. Yo, was sind das denn für Super Koopas? Nein, der Schlüssel von hier, den habe ich jetzt bei dem anderen Tor eingesetzt, ne? Ich habe den Schlüssel von hier bei dem anderen Tor eingesetzt. Ach, der Gummi. Also muss ich erst den Schlüssel holen. Nein. Boah, ohne Sterben das zu spielen, ist ganz schön gar nicht so leicht. Genau, den Schlüssel hier. Zack. Jetzt holen wir uns nochmal den Pilz. Hier war ein Pilz drin. Genau. Den nehmen wir nochmal mit. Warum, dass die nicht sterben? Puh. Genau, den Fehler habe ich vorhin schon gemacht. Den machen wir nicht nochmal. So, jetzt kann ich hier rein.
Und jetzt kann ich hier durch. Und jetzt ist hier ein neuer Schlüssel. Den wir jetzt aber nicht nutzen, um hier durchzugehen, weil dann kommen wir nur wieder vorne raus. Ach, oh mein Gott, was tue ich? Sondern jetzt gehen wir... Gott, lass mich in Ruhe. Na. No. Jetzt gehen wir hier lang, weil jetzt haben wir ja wieder einen Schlüssel. Brauchen den hier nicht mehr. Und sollten jetzt hier durchkommen. Jawohl. Behalte den mal, vielleicht brauche ich ihn noch. Okay, ich brauche ihn nicht mehr. Midway Point. Boah, also bis hier ohne Stage? Huiuiui. Durchaus anspruchsvoll geworden, aber finde ich gut. Also wäre durchaus eine Challenge, das ohne States zu spielen. So. Der Hack ist wirklich schön, als ich dachte. So, ich dachte so, okay, kurzer 7-Level-Hack. Kurzer 7-Level-Hack. Einfach ein bisschen kurz quatschen, dass ich umgezogen bin und so weiter. Dass es ein bisschen dauert, bis Videos kommen und so. Ne? Halt so Status-Update praktisch. Aber hey, der ist echt schön. Und lang. Riesige Level. Nein. Oh mein Gott. Okay, hier ist wieder der Wechsel. Ah, jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung ich schon was verpasst. Och, Mist. Und wir, ja, komm, wir wechseln. What the hell? Das sind Iwis, ne? Naja, das müssen Iwis sein. Sheesh. Stirb. Peter. Die aber gar nicht mal so mächtig ist jetzt. Oh nee. Okay, hier brauche ich einen blauen P-Switch. Scheiße. Ich fürchte, ich hätte erst hier lang gemusst. Aber wir gucken mal, was in der anderen Richtung ist. Wow. Nein, 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 macht euch weg. Das ist vielleicht ein bisschen viel Gegner-Spam, so. Ja, es war klar. Geh doch einfach heim. Nein, ich drehe. Okay, jetzt ist hier offen. Jetzt komme ich wahrscheinlich... Genau. Alter, was bist du denn jetzt wieder? Der läuft einfach immer woanders hin, als ich bin, oder wie? Und jetzt ist hier hinten offen und... Vierte Yoshi-Coin, okay. Ach, jetzt Mann... Das sind vielleicht ein bisschen arg krasse Gegner. Aber wo ist jetzt mein P-Switch? Ich fürchte in der anderen Welt. Ich hätte da wahrscheinlich erst rüber gemusst. Aber wir müssen wahrscheinlich durch die Röhre wieder zurück. Oh.
Jo, jetzt kommt der Pilz da von hinten. Komplette Eskalation hier. Okay, wir gehen mal wieder hier hoch und durch die Röhre. Und dann müssen wir mal noch weiter nach rechts. Ja, es sind vielleicht ein bisschen viele Gegner. Würde ich jetzt mal vorsichtig. Ich will was ausprobieren. Da noch nicht in die Blöcke geguckt, ne? Okay. Würde ich jetzt mal vorsichtig ausformulieren. Dass da ein bisschen viel Gegnerzeug ist. So, kriege ich hier meinen blauen P-Switch. Nein, aber die letzte Yoshi-Coin. Auch gut. Ja, aber. Scheiße. Was habe ich übersehen? Hier nicht alle Blöcke umgedreht. Nein! Habe ich in der anderen Welt nicht alle Blöcke umgedreht? Bin ich blind? Lass mich doch einfach da hoch. Hier war nix, ne? Nee. Hier hinten war nur dieser blaue Block. Warte, habe ich einen Schlüssel eingesammelt? Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Da ist der Switch. Oh, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Okay, dann haben wir die richtige Reihenfolge gewählt. Wir gehen erst in der Anderswelt hier nach hinten. Holen uns da den Schlüssel, den wir hier einsetzen können. Okay. Bruder. Und den P-Switch brauchen wir wieder in der Anderswelt, ne? Ja, okay. Let's go. Ziemlich komplex durchdacht. Mist. Ziemlich komplex durchdacht, aber cool. Absolut cool. Gibt nichts dran auszusetzen. Mein Handy rührt sich. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht jetzt wieder in die andere Welt zurück. Das wär nervig. Ich hoffe, ich darf hier durch und oben und so, ne? Ah, diese Typen. Das ist so ein stressiger Gegner. So, du kommst jetzt mit. Wir haben ja zum Glück schon alle Yoshi-Coins. Ich muss ja nur noch das Ziel... Ja, ja, Handy, ich weiß. Was ist denn los? Muss ja nur noch das Ziel finden. Sehr gut. Ich gucke mal ganz kurz, weil es kann jetzt sein, dadurch, dass die Ferien zu Ende sind, können durchaus wichtige Nachrichten kommen.
von der neuen Schule, deswegen muss ich da schon immer relativ schnell drauf schauen. Und wir gehen in ein Kanalisationslevel, okay. Ne, war nur PayPal. Okay. Gut. Nicht wichtig. Nicht wichtig. So. The nasty green water will kill you if you stay too long in it. Okay, okay. Oha. Oh shit. Das war nicht so gut. Brauche ich ausnahmsweise mal. Aber sehe ich, wie lang es dauert, bis die mich tötet, das Wasser? Okay, sehe ich nicht. Das ist schlecht. Das ist nicht so gut, wenn ich da kein... Ja, das weiß ich. Aber danke für die Info. Also wäre schön... Bruder. Wäre schön, da so ein bisschen einen Indiz zu haben. Mhm. Die hat sich so komisch angefühlt, die Röhre. Oh Gott. Zwei Yoshi Coins. Oha, eine Blume. Okay, die können wir alle abschießen, das ist gut. Puh. Yoshi Coin 3, sehr schön. Das ist, muss ich mal sagen, ein recht schönes Kanalisationslevel. Also, obwohl ich ja nicht so Fan von den Dingern bin. Das hier gefällt mir ganz gut. Echt ein schöner Hack, um über so ein paar aktuelle Dinge zu reden, wobei ich jetzt schon längst nichts mehr zu reden habe. Weil ich mich sowas von konzentriere, zumindest es versuche. Schneller! Nein! So nicht. Okay. Aber die bringt mir gar nicht die zwei. Doch, es bringt mir was, eine zweite zu sammeln. Okay. Okay, hier kann ich auch rein. Dann ist das wieder ein Challenge-Raum für eine Yoshiko. Das war frech. Aber ja, man hätte die Augen sehen können. Nein, es reicht nicht. Schwierige Momente. Okay. Nein, da waren wieder Augen. Ja, muss ich nehmen, muss ich akzeptieren. Okay, jetzt. Oh, die gehen eh nicht kaputt. Hätte ich schon bedenken können. So, wir haben alle Yoshi-Coins. Sehr schön. Möglichst spät runter und möglichst schnell hoch. Okay, hier haben wir nochmal einen Pilz. Okay. Nein. Tschüss. Okay. Na doch, war ein schönes Level. So, oh. Bramble-Level ohne Bramble-Musik. Ungewöhnlich, aber gut. Hä? Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst. Nein, es geht einfach wieder in alle möglichen Richtungen. Das ist hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hollow Knight.
Dass ich das erst jetzt erkenne, oha. Oh, so ein gutes Spiel. Wenn ihr Hollow Knight noch nie gespielt habt oder noch nicht gesehen habt, Let's Play auf meinem Kanal. Absolut großartiges Spiel. Pure Empfehlung. In bevor Kommentare, wann Pantheon 5? Ah, schaffe ich nicht. Ah, okay. Oha. Damn. Wie viele Schlüssel brauche ich denn da? Okay, was passiert jetzt? Jetzt komme ich hier wieder raus. What? Oh, ich hätte den Schlüssel hierfür benutzen müssen, ne? Ah, das ist ein bisschen doof, dass man hier den Schlüssel verlieren kann. Ja, okay, ich hätte ihn hier benutzen müssen. Ergibt natürlich viel mehr Sinn. Ja, so ergibt das viel mehr Sinn. Okay, kann ich Lieder. Mhm. Kann ich leider nicht mitnehmen. Ich kann es also nur jetzt hier nutzen. Da hoch kann ich irgendwie, aber so nicht. Hätte ich von hier rüber gemusst? Bevor? Also, ist das gedacht, dass man jetzt dahin springt oder später dahin kommt? Je nachdem, wohin das jetzt führt, werden wir es gleich wissen. Das scheint mich hier weiterzuführen. Ist das der Alternativweg, wenn man von der anderen Seite kommt? Okay, kann ich scrollen. Ist das der Alternativweg, wenn man von der anderen Seite kommt und irgendwie zwei Schlüssel hat? Weil dann komme ich hier runter. Weil dann komme ich hier runter. Gott. Oh, das ist frech. Und dann wäre ich hier. Wirkt wie ein Alternativweg. Aber wie hätte ich da hingekommen? Oh. Zwei Schlüssel hätte ich dafür gebraucht. Ich hatte nur einen. Na gut. Dich brauche ich. Danke. Oh, ein Glück hat er disabled. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt nervig, weil jemand beim Spin-Jump ja die Feuerbälle schießt. Hat er einfach disabled. Oh. Da war Decke. Okay, wir brauchen wieder einen Schlüssel. Da ist ein Stern, wenn ich einen P-Switch finde. Okay, der wird da drin sein. Ja, muss. Und da unten ist das Ziel, okay. Okay, dann gibt es jetzt eine Art Manchawan. Aber schön verpackt. Okay.
Aber haben wir alle Yoshi-Coins? Nein. Finde ich die letzte noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die verpasst. Die war bestimmt am Anfang irgendwo. Und da komme ich jetzt eh nicht mehr hin. Und vor allem diese 3 Millionen Schlüssel, die es da gab. Doch, wir kommen zurück, weil wir im gleichen Raum sind. Wir kommen komplett zurück, weil wir im gleichen Raum sind. Ja. Wo habe ich die Yoshi-Coin verpasst? Da oben ist ein Schlüssel. So. Ach lol. Ich versteh's. Bin dumm. Wir gehen hier durch. Wir gehen hier zurück. Und jetzt haben wir doch folgende Situation. Erstmal, dass ich eine Feder kriege. Okay, cool. Und jetzt haben wir doch folgende Situation. Jetzt kann ich hier das Tor aufmachen. Und habe da unten nochmal einen Schlüssel. Aber das ist ja... das ist ja der gleiche Raum. Ich verstehe es doch nicht. Weil das ist jetzt die andere Richtung, von der ich vorhin gesagt habe, von da sind wir gekommen. Da ist jetzt ja nicht eine neue Yoshi-Coin oder so. Hä, wo habe ich denn jetzt eine Yoshi-Coin übersehen? Hä? Habe ich die denn hier im hinteren Bereich irgendwo liegen lassen? Wird's aber ganz besonders wild. Die da oben haben wir mitgenommen, mehr war da nicht. Ach. Hier war es uns auch nichts weiter. Darunter kann ich ja auch nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Dann könnten wir das übrigens ja breaken, indem man den Schlüssel von der anderen Seite nochmal mitnimmt. Auch interessant. Ist in dem Mancha-Wan noch eine Yoshi-Coin versteckt, die ich nicht mitgenommen habe? Vielleicht? Alter! Jetzt wird's aber wild. Oder macht der P-Switch noch mehr, als man denkt? Macht der irgendwo noch was anderes? Glaub's nicht. Die da haben wir. Die da haben wir auch. Da ist auch keine andere. Hier ist jetzt der Schlüssel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal alles durchgeguckt. Denke ich zumindest. Irgendwo habe ich was übersehen.
Kann es nicht ändern. Was bist du denn? Der ist wieder groß ge... Aua, da, okay, das sind Stacheln, habe ich nicht realisiert. Oh nee. Die Viecher darf man nicht treffen. Die gehen sonst voll aggro auf einen ab. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, du grüne Neune. Midway Point. Das ist voll die schöne Musik aus bestimmt wieder einem RPG, logischer. Also muss. Das ist prädestiniert für RPG-Musik. Aber ich weiß nicht aus welchem. Oh. Ah, daran kann ich klettern. Okay. Also ich würde sagen, das Hauptproblem, was der Hack hat, ist der Gegner-Spam. Das ist mir ein bisschen zu viel. Weil das ist meistens der Grund, weshalb ich draufgehe. Dass einfach zu viel los ist. Aber ansonsten echt, echt schöner Hack. Oh, diesmal kann ich nicht da drauf stehen, okay. Wie komme ich jetzt? Ah, okay. So. Designed und so, echt schön. Ich finde auch passende Grafiken passende Grafiken gewählt und alles. Da kann man eigentlich nichts sagen. Kann ich da drauf jetzt stehen? Nein, okay. Ich glaube, einmal konnte ich auf den Sachen stehen, ne? Oh, wir kommen immer weiter runter. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das ist jetzt fest. Scheiße. Komme ich da jetzt hoch noch? Ja, okay. Puh. Was ist das denn jetzt? Woher weiß ich denn jetzt, was fest ist und was nicht? Hilfe? Sieht man das irgendwie? Ich habe nicht den Eindruck, dass man es hätte sehen können. Okay. Das war wild. Die fährt jetzt einfach nach da weg. Okay. Ah, die fahren so ein bisschen hin und her. Ach, das ist... I see. Er ist ein bisschen blind jumpy hier gerade. 50 Yoshi Coin, okay. Midway Point. Was jetzt? Yoshi... Nee, was ist das für ein Bossfight? Doch, Yoshi's Island, ne? Who dares to come into my lair? Do you know, my giant spiny... Okay. Also der klassische Spiny... Nicht Spiny-Bossfight, aber ich glaube normalerweise ist es eine Shell.
Ja, das ist der ganz klassische. Den spielen wir natürlich mit States. Auf den habe ich keinen Bock. So. Custom Bossfights im Mario sind auch so eine Sache für sich. Aber immerhin hat er einen Midway Point davor gesetzt. Ne? So, was das angeht, hat er es schon fair gemacht. So, weg mit dir. Tschüss. Da hoch. Aua. Ach so. Oh Gott, das habe ich gar nicht realisiert. Okay, das ist eine Reset-Röhre. Good to know, I guess. Ah, wenn ich den P-Switch versau, den ich hier irgendwo finden muss. Das ist ein großes Level, oder war das jetzt gerade nur ein Mittelboss oder sowas? Da komme ich nicht längs. Wo ist der P-Switch? Da oben wahrscheinlich dann. Ja. Ja, und hier geht's nicht mehr weiter. Vom Pilz vielleicht? Ja, danke. Okay. Ach so, ja, oder man kann damit einfach dann runter. Jetzt hätte ich sogar einen zweiten zur Verfügung. Oh lol, der stampft. Du bist ja frech. So, und jetzt sind da unten die Blöcke offen. Jetzt kann ich hier durch. Ich brauche den zweiten P-Switch sogar. Oha! Das ist ja voll frech, wenn ich jetzt nicht durch die Röhre gegangen wäre. Okay, Moment. Ich bin zu faul. Ich bin zu faul, da umzukehren. Nein! Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das geht. Das geht. Keine Widerrede, das geht. Yes. So. Keine Lust nochmal zum On-Off zu laufen. Wo war der da drin? Hier. Okay. Perfekt. Jetzt darf ich aber nicht mehr durch die... Wobei doch, hä? Der On-Off ist ja gedreht. Also kann ich ja trotzdem durch die Röhre durch. Die Münzen sind weg. Da oben ist wieder einer. Ich bin dumm. Ach nee, es passt schon. Ja, es passt schon. Weil jetzt falle ich hier runter. Genau, jetzt kann ich hier drüber weitergehen. Och nee, geht weg. Okay, zum Glück. Was ist das für ein riesiges Level? Wir sind bei einer Stunde Aufnahme, Hilfe. Ich wollte doch nur einen kurzen Part. Einen kurzen Part, in dem ich kurz ein bisschen was zum Umzug erzähle. Dass ihr einfach wisst, so warum keine Videos und so weiter. Und halt auch, weil Ferien vorbei und so, ne? So mehr wollte ich doch gar nicht. Jetzt spielen wir hier so einen riesigen Hack.
Der aber schön ist, keine Frage. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich da mehrere Parts draus gemacht. Hä? Hä? Ach, das geht auf Zeit. Ja, so ist zu langsam. Ich schaffe den letzten Sprung nicht. Oh Gott, das ist echt knapp. Gott. Was ist hier los? Ja, mach dich weg, danke. Okay. Das war frech. Okay. Okay, das fühlt sich jetzt aber nach Weg zum richtigen Bossfight an. Es kommt einfach so ein Puh-Kampf. Okay. Nein, wahrscheinlich kommt dieses Auge da. Ah, ne, der Typ kommt. Ja, gut. Also, wie gesagt, Custom-Boss-Fights in Mario. Es gibt halt nicht so viele Varianten, ne? Hat man alles schon mal gespielt. Nein, das wär's gewesen. Ich bin so schlecht. Sehr gut. Und der letzte. Habe ich noch einen? Oh Gott, ja, ich habe noch einen. So. Puh. Schwierig. Uiuiui. Credits. Ne, keine Credits. Okay, ich dachte Credits. Wozu denn jetzt nochmal der Level? Raum. Aber ist egal. Ja, genau, Credits. Okay, Yoshi. Ey, Dashlet, das war echt ein cooler Hack. Das war echt ein cooler Hack. Meine Güte. Kann man nichts sagen. Länger als ich dachte. Ich habe bei 7 Exits nicht gedacht. So, hey. Stunde? Aber ist okay. War ein schöner Hack. War ein schöner Hack. Wir haben wieder ein Video, was sogar ein bisschen länger geworden ist. Ja, ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt und es hat nicht zwischendurch abgebrochen, aber OBS sieht immer noch gut aus. Wir werden sehen. Und dann gucke ich mal, wie schnell ich es hochladen kann. Mit 100 Megabit down habe ich auch gleichzeitig 40 up. Mal gucken, wie schnell das ist. Weil es ist jetzt wieder DSL, ne? Es ist nicht, habe ich ja schon gesagt, nicht Glasfaser, also nicht Kabel. Mal gucken, was da rauskommt. Link zum Hack natürlich in der Beschreibung. Wie sollte es anders sein, wenn ihr den selber spielen wollt? Und ja. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Es war ein schöner Hack, hat mir gut gefallen. Bisschen viel Gegner-Spam, würde ich sagen. So, jetzt
als was ich ändern würde. Weil ich glaube, dann wäre ich weniger oft gestorben, dann hätte ich weniger schnell gesafe-stated. Weil das hat doch... Ich war anfangs schon motiviert, es nicht zu tun, aber naja. So ist es halt immer, ne? Ja, und die Credits sind halt so ein bisschen... broken jetzt. Aber kommt da überhaupt noch was? Also was Sehenswertes? Ich glaub's nämlich fast nicht. Nee, das können wir durch. Das können wir skippen. Okay. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.